Hallo meine Liebe, ich begrüße dich ganz herzlich bei deiner gebuchten Gefühlslegung. Ja, starten wir gleich los, schauen wir uns mal deine Gefühlswelt an und hier ist die erste Karte harmonisch und herzlich gefallen. Du bist also deinem Herzensmann hier schon harmonisch gegenüber eingestellt. Du möchtest gerne mit ihm die Harmonie. Er hat hier wirklich auch dein Herz berührt und bist eigentlich, was ihn betrifft, doch schon ja, sehr, sehr herzlich. Von Groll kann man hier nicht reden. Ja, also eher hier das Gegenteil. Also du bist hier schon sehr, sehr positiv ihm gegenüber eingestellt und wünschst dir einfach hier mit ihm die Harmonie. Die nächste Karte, da haben wir Geduld. Man braucht Zeit. Das heißt, du wirst quasi hier, deine Geduld wird hier quasi ein bisschen überstrapaziert. Aber die Karte hier auf deiner Seite bedeutet auch, du sollst geduldig sein. Man braucht hier halt einfach noch Zeit. Es kann sein, dass du selber hier noch Zeit brauchst, aber auch dein Gegenüber. Ja, dass du einfach hier dich wirklich in Geduld übst und ich weiß ja, es geht schon ziemlich lange bei euch beiden und du bist schon sehr, sehr geduldig. Ja, also ich begleite dich schon sehr, sehr lange auch und das bestätigt hier quasi wieder die Karte. Du brauchst oder du sollst hier einfach noch ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, das klingt nach einer gewissen Zeit, möchte man das schon nicht mehr hören, aber die Karte ist ja auch hier nicht umsonst gefallen. Die dritte Karte, da haben wir oberflächliche Gefühle. Das bedeutet hier nicht, dass du jetzt oberflächliche Gefühle hättest, ja, aber weil ich hier oben ja die Karte Geduld, man braucht Zeit hat, heißt das für mich, du brauchst einfach hier noch Geduld, weil einfach hier das Ganze noch zu oberflächlich ist. Das kann jetzt natürlich, weil das ja auf deiner Seite hier liegt, natürlich auch auf dich betreffen, ja, dass du hier das Ganze eher vielleicht noch sehr oberflächlich siehst oder vielleicht versuchst, oberflächlich zu sehen, weil das Ganze eben noch Zeit braucht. Ja, also ich tendiere eher dahin zu sagen, dass du eher so jetzt in die Oberflächlichkeit gegangen bist, weil du selber merkst, dass du noch geduldig sein musst, dass das einfach jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil man einfach hier noch Zeit braucht. Ja, das soll aber nicht heißen, dass du jetzt nur oberflächlich bist, sondern einfach, dass du das Ganze eher oberflächlicher betrachtest, weil man eben hier noch Zeit braucht. Schauen wir uns jetzt die Gefühle deines Gegenübers an und hier haben wir Dritte im Bunde. Das soll jetzt nicht heißen, dass er jetzt schwul ist oder dass er hier da jemanden hat, sondern weil das ja die Gefühlslegung ist. Die Gefühle, die er für dich hat, ja, sind dahingehend beeinflusst, weil er vielleicht auch das Gefühl hat, da gäbe es bei dir noch jemand anderen. Ja, also das bedeutet das für mich jetzt eben hier auch auf seiner Seite. Schauen wir uns aber die weiteren Karten an. Hier haben wir erfahren, raffiniert. Das heißt, er weiß schon irgendwie, wo er hier die Knöpfchen zu drücken hat. Die Karte erfahren bedeutet auch, weil ich das hier neben der Karte Dritter im Bunde habe, vielleicht hat er ja auch erfahren, dass du vielleicht hier noch dich für jemand anderen öffnen möchtest. Ja, oder eben er ist sehr raffiniert. Ja, da kann das wirklich eben auch beides bedeuten. Aber für mich heißt das in allererster Linie, er hat das Gefühl, dass es hier noch jemanden gibt. Und das beeinflusst natürlich auch seine Gefühlswelt dahingehend, ob er jetzt die Gefühle zu dir zulässt oder nicht. Bei der letzten Karte haben wir mehrere Eisen im Feuer. Das kann jetzt natürlich bedeuten, weil das auf seiner Seite eben liegt, dass er hier wirklich noch mehrere Damen um sich hat. Oder aber, weil ich trotzdem hier den Dritten im Bunde habe, dass er das Gefühl hat, dass du es vielleicht nicht ernst meinst. Da gibt's noch eine dritte Person. Du hast hier vielleicht noch mehrere Eisen im Feuer. Und das hat er hier auch erfahren und deswegen auch seine Zurückhaltung, was die Gefühle betrifft. Ja, das kann jetzt wirklich beides bedeuten. Weil ich eben hier Dritter im Bunde habe und in diesem Kartendeck gibt es ja auch die Dritte im Bunde, das wäre dann wirklich,
dass ich sagen kann, okay, er hat hier definitiv noch Gefühle für eine andere. Aber weil hier Dritter im Bunde ist, habe ich das Gefühl, wenn ich das intuitiv deute, mit der Karte mehrere Eisen im Feuer, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, dass es bei dir hier noch jemanden gibt und dass er sich eben deswegen auch zurückhaltend verhält. Aber wir schauen uns ja dann das Neunerblatt an, wie es bei euch beiden weitergeht. Die Gefühle, die euch verbinden. Und hier haben wir vertrauenswürdig. Ja, also ihr beide seid hier schon, ihr habt schon das gewisse Vertrauen ineinander. Und wir haben hier noch die Karte, Gefühle sind fest verankert. Also man kann hier schon sagen, die Gefühle zwischen euch beiden, welche auch immer das sein mögen, das kann man jetzt hier in diesem Wirrwarr quasi nicht so recht erkennen. Bei dir sind es eher so mehr die oberflächlichen Gefühle. Bei ihm hat er auch das Gefühl, da gibt es noch jemand anderen. Seid ihr euch beide aber schon sehr vertraut und die Gefühle haben sich fest verankert bei euch beiden. Ja, aber nichtsdestotrotz geht es irgendwie nicht so recht weiter. Und deswegen schaue ich jetzt oder bitte ich jetzt die geistige Welt um ein Neunerblatt, wie es bei dir und deinem Herzensmann weitergehen wird. Und bei einem Neunerblatt sagt man in der Regel zwischen 3 bis 6 Monate ungefähr. Plus und Minus gibt es immer. So, die erste Karte. Oh, wir haben die Störche für die positive Veränderung. Jetzt hoffe ich, dass rundherum auch positive Karten kommen. Dann haben wir die Wege für die Entscheidungen. Der Ring für die Partnerschaft. Okay. Oh, der Mond für die Emotionen, die Gefühle, die Anerkennung. Das Schiff, also es kommt hier etwas langsam in Fluss. Geduld, das passt hier sehr gut auf deiner Seite. Der Blumenstrauß für die Überraschung, Geschenke. Hund, Treue, Regelmäßigkeit. Ich hoffe, es bleibt so. Dann haben wir den Anker für die feste Verankerung. Schau mal, das passt hier. Gefühle sind fest verankert und hier haben wir die feste Verankerung. Und wir haben die Schlange. Die Schlange ist in dem Falle jetzt keine andere Frau. Zumindest ist nicht eine Frau, die jetzt hier wirklich, wie soll ich sagen, Einfluss auf die ganze also auf eure Bindung zueinander hat. Ja? Es sieht jetzt so aus. Hauptthema, positive Veränderungen zwischen euch beiden. Die wird es geben. Es wird eine Entscheidung für eine Partnerschaft getroffen, weil die Gefühle da sind. Das ist für mich Ring und Blumenstrauß eine feste Kombination für Verlobung. Verlobung ist natürlich möglich, ja, dass er hier wirklich auch zu dir stehen wird. Ich glaube nicht, dass hier diese Schlange wirklich eine andere Frau ist, mit der er sich verloben wird, weil ich eben nach dem System von, weil ich das Kartenlegen eben bei der Kartenlegerin Marin Giertz gelernt habe und da gibt es einfach eine Kombination, wie man Personenkarten identifiziert und das liegt mir hier nicht, also ist es für mich hier jetzt die Schlange keine weibliche Person. Ja, und also gehe ich davon aus, dass das eben jetzt eure beide Entwicklung ist, dass das hier jetzt keine andere Person hat. Das heißt, für dich und deinen Gegenüber, für die Verbindung, es wird eine Entscheidung getroffen für eine Partnerschaft, weil die Gefühle da sind. Es kann bis zu einer Verlobung kommen, aber das Schiff bedeutet ja langsam Geduld, abwartende Haltung einnehmen. Ja? Das Ganze hier kommt nur sehr langsam und mit Verzögerung. Bei dir haben wir ja die Karte, man braucht Zeit. Das heißt, das Ganze braucht hier noch Zeit. Wenn aber dann diese Entscheidung getroffen wurde, wird sich das Ganze fest verankern, aber diese Entscheidung wird nur über Umwege passieren. Denn die Schlange bedeutet über Umwege Verwicklungen. Ja, das Ganze wird hier nur über Umwege passieren, du brauchst noch Geduld. Wenn es aber dann da ist, wird es sich fest verankern und man wird sich auch treu bleiben, denn das sagt hier der Hund auch aus. Die Schlange bedeutet auch
Heilung in einer Situation. Und weil ich ja deine Geschichte kenne und weil ich weiß, dass das schon sehr lange der Fall ist mit deinem Herzensmann, gehe ich davon aus, dass in der ganzen Verbindung eine Heilung reinkommt in die ganze Situation. Die ist ja für euch beide nicht einfach. Und wie gesagt, es kann bis zur Verlobung gehen, weil wirklich sehr starke Gefühle da sind. Und es wird, weil ja das zentrale Thema die positiven Veränderungen sind und ich rundherum positive Karten habe, kann ich dir wirklich nur gratulieren und sagen, bitte, bitte, hab noch ein bisschen Geduld. Ich weiß es wirklich, es ist schwierig. Aber wir haben hier zwei Geduldskarten. Du brauchst noch Geduld, das wird kommen. Es wird eine Entscheidung geben und es wird dahingehend sein, dass er sich oder du, es ist halt keine männliche und keine weibliche Hauptperson gefallen. Jetzt kann man auch nicht sagen, wer jetzt diese Entscheidung treffen wird. Aber nichtsdestotrotz, die Entscheidung wird für dich positiv sein und es wird eine Heilung reinkommen. Eine Partnerschaft ist mit ihm möglich. Und vielleicht hat er wirklich das Gefühl, dass es bei dir noch jemand anderen gibt. Ja? Vielleicht gehst du mal in dich, ob es da wirklich noch eine Möglichkeit gibt, dass er sich deswegen auch ein bisschen zurückzieht. Aber die Gefühle sind auf jeden Fall da. Er wird auch mit dir eine Partnerschaft leben wollen. Ja, und man wird sich auch treu sein. Es sieht wirklich wunderschön aus. Ich habe so ein schönes Blatt, ja, schon lange nicht mehr gehabt. Also es fing meistens sehr, sehr schön an und endete, wo ich mir denke, okay, warum muss die Karte jetzt liegen? Aber hier sieht es wirklich so aus, dass es jetzt wirklich zu einem Happy End zwischen euch beiden kommt. Was ich dir aber noch mit auf den Weg geben möchte, ist einfach hier noch dich in Geduld üben. Ich weiß es, du bist auch ein sehr geduldiger Mensch, ja, was ich so in unseren Kontakten immer wieder auch mitbekommen habe. Bleib auf dem Weg, ja. Es lohnt sich. Ich würde das nicht sagen, wenn es sich nicht lohnen würde. Wenn ich hier die Karten liegen habe, bitte vergiss ihn, es nutzt nichts. Ich würde es dir sagen, ja. Aber hier haben wir wirklich, du wirst ein Happy End mit ihm haben, aber du brauchst halt wirklich noch Geduld. Und das ist leider Gottes, ich weiß, nicht immer ganz so einfach. Man möchte das einfach jetzt schon gerne haben. Nur das Ganze braucht hier noch Zeit. Und es könnte ja hier auch was komplett anderes liegen, nämlich, dass das überhaupt keine Chance hat. Und da sage ich, kann man sich schon in Geduld ein bisschen üben. Du weißt, was dann Positives vor allem, ja, auf dich zukommt. Und vielleicht erleichtert dir das die ganze Warterei unter Anführungszeichen noch, ja? Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung helfen. Wenn du trotzdem noch Fragen hast, schick mir einfach eine Mail. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!